genügt es eigentlich nicht, dass wir alle digitale Medien nur bedienen können. Ich hatte gerade eine ganz interessante Diskussion in einem Masterseminar. Wir haben uns unterhalten über gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung. Also wir haben uns über die Frage unterhalten, inwiefern Medien unsere Gesellschaft, unsere Kultur geprägt haben und wie sie das gerade auch tun. Also zum Beispiel, wie der Buchdruck unsere Gesellschaft und unsere Kultur geprägt hat. Ganz interessantes Thema. Gibt es übrigens auch in meinem YouTube-Channel ein paar Vorlesungsvideos dazu, in denen ich das ein bisschen ausführlicher erzähle. Aber in dieser Diskussion kamen wir relativ schnell auf den Punkt, also zu die These, die die Studierenden aufgestellt haben, jeder Mensch muss befähigt werden, Medien, digitale Medien bedienen zu können. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, bedienen? Und was ist das eigentlich für ein Wort, dieses Bedienen? Und was sagt das über unser Verhältnis als Mensch gegenüber Medien aus? Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, das ist ein Blick in die Geschichte. Und das hat was damit zu tun, wie wir Menschen insgesamt unser Verhältnis mit Maschinen verstehen. Und ich finde das tatsächlich ein problematisches Verständnis. Ich glaube nämlich, das ist ein Begriff, der aus der Industrialisierung stammt. Aus der Zeit, in der die Maschine laufen musste und die Menschen, die zum Beispiel am Band arbeiteten, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die am Band arbeiteten, sich danach richten mussten, wie das Band, das ihnen den Takt vorgegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Zeit, in der zum Beispiel auch ein gesellschaftlicher Wert wie Pünktlichkeit geprägt wurde. Pünktlichkeit war ja vorher nicht so wesentlich, weil wenn Sie beispielsweise Bäcker waren und Sie hatten entsprechend das Brot gemacht, dann konnten Sie es verkaufen, und haben Sie es nicht gemacht, dann konnten Sie es nicht verkaufen. Also es bestand kein Bedarf, genau in diesem Moment an einem Band zum Beispiel zu stehen. In der Industrialisierung war das aber anders. Die Maschine lief und das Band lief entsprechend. Und es war die Voraussetzung, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter halt pünktlich dann am Band sind, damit es entsprechend weiterlaufen kann, damit die Maschine weiterlaufen kann. Und dass die Arbeiterinnen und Arbeiter der Maschine dienen konnten. Ich glaube, daher kommt dieser Begriff des Bedienens. Und es deutet ja interessanterweise darauf hin, dass Menschen einer Maschine dienen. Und das ist irgendwie ein ganz ungutes Verständnis, gerade wenn wir heute an Maschinen denken oder an Medien, an digitale Medien, die ja eben nicht nur, wie es Maschinen in der Historie gemacht haben, uns körperlich unterstützen können, sondern eben gerade, wenn wir an Computer denken zum Beispiel oder an digitale Medien, die uns in der geistigen Arbeit, in der Kommunikation auch unterstützen. Und da ist es ein ganz komisches Verständnis, wenn wir diejenigen sind, die der Maschine dienen sollen. Eigentlich müsste genau andersrum ein Schuh draus werden. Also die Medien, gerade die digitalen Medien, können uns Arbeit erleichtern. Also so im Sinne auch der kanadischen Medientheoretiker, zum Beispiel Marshall McLuhan, haben Sie bestimmt schon mal gehört, der das Verständnis Medium als Erweiterung, als Extensions verstehen, also eben die uns die Möglichkeit geben, zum Beispiel mit dem Fernsehen in die Ferne zu blicken, also etwas zu sehen, was nicht in einem bestimmten Raum ist, oder mit dem Radio wenige Personen, viele Personen erreichen zu können, klassische Massenmedien, oder wie es der Buchdruck geschafft hat, dass wir
Wissen demokratisieren können, dass jede und jeder Zugang zu Wissen erhalten kann. Das sind interessante Erweiterungen, die uns Medien beschert haben. Und dieses Verständnis von eines Umgangs mit Medien, in dem wir Menschen diejenigen sind, die Medien ganz selbstverständlich nutzen, um unsere Ziele zu erreichen, das ist mir weit sympathischer als das, was man damit verbinden könnte, wenn wir Medien einfach nur bedienen können und uns quasi zum Diener der Maschine machen. Nein, andersrum soll es sein. Und darauf weist zum Beispiel auch die Bedeutung der Medienkompetenz hin. Denn wenn man Medienkompetenz, Sie wissen, zu Medienkompetenz kann ich unglaublich viel erzählen, aber wenn man es wirklich mal so auf den Punkt bringt und jetzt mal so ganz kurz nur über Medienkompetenz spricht, dann ist es ja die Kompetenz, die Menschen haben sollten, um selbstbestimmt mittels Medien, digitaler Medien, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und das passt irgendwie gar nicht so ganz zusammen, dass wir den Maschinen oder den Medien dienen sollten. Nee, genau andersrum ist der Fall.